die Aussprache eröffnet habe, dem Kollegen Kai Gehring für Bündnis 90 Die Grünen. Ja, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, haben Sie wie ich am vergangenen Samstag den Spiegel gelesen? Da stand drin, Zitat, die Studentenzahlen steigen, doch der Anteil der BAföG-Empfänger sinkt, Zitat Ende. Das ist eine alarmierende Meldung. Das BAföG ist das Finanzierungsinstrument für Bildungsaufstieg. Das müssen wir hegen und pflegen. Wir beantragen als Grüne im Bundestag daher hier und heute, das BAföG noch in dieser Wahlperiode, also noch vor der Bundestagswahl, zu erhöhen und zu verbessern. Studierende sollen sich ihrem Studium widmen können, anstatt ständig zwischen Hörsaal und Nebenjobs zu pendeln. Das BAföG muss zum Leben reichen. Die Rednerinnen und Redner der Koalition werden gleich natürlich sagen, wir haben das BAföG doch im letzten Jahr erhöht. Ja, das war nach 6-0-Runden auch bitter nötig. Aber das Problem ist, Ihre Erhöhung hält nicht Schritt mit der Preis- und Einkommensentwicklung in der Bundesrepublik Deutschland. Und daher ist das BAföG 2017 weniger wert als 2010. Wir wollen die schleichende Schrumpfkur und den Attraktivitätsverlust beim BAföG endlich stoppen. Eigentlich hätten wir in diesen Tagen den BAföG-Bericht der Bundesregierung diskutiert. Da haben Sie sich ja anders als sonst die 2 Jahre auch 3 Jahre vorgenommen. 3 Jahre sind seit dem letzten Bericht rum. In der Fragestunde erfuhr ich dann gestern vom BMBF, naja, vor September wird das nichts mehr mit der Veröffentlichung, naja, vielleicht irgendwann in diesem Jahr. Diese Verzögerungstaktik ist ein schlechtes Omen für eine transparente BAföG-Politik, erst recht für zügige Reformen. So geht das nicht, liebe Koalitionäre. Zum Glück sind Gewerkschaften und Jugendverbände in die Bresche gesprungen und haben einen alternativen BAföG-Bericht vorgelegt. Für diese Arbeit von uns herzlichen Dank. Der Alternativbericht offenbart schonungslos die schlechte Lage und Lücken beim BAföG. Bedarfssätze und Freibeträge sind zu niedrig, die Wohnkostenpauschale reicht hinten und vorne nicht, es dauert zu lange, bis das BAföG auf geänderte Lebensrealitäten von Studierenden reagiert. Aus diesem Befund wollen wir schnell die notwendigen Konsequenzen ziehen. Das wollen wir konkret. Die Fördersätze müssen um 6% steigen. Dann können Studierende bis zu 780 Euro maximal erhalten. Die Einkommensfreibeträge wollen wir um mindestens 3% erhöhen. Das erweitert den Kreis derjenigen, na, wir machen das nicht so wie Ihre komische Kindergelderhöhung. Da haben Sie sich sowas von blamiert, die wenigen Euro. Nein, 3% rauf bei den Einkommensfreibeträgen, damit der Kreis derjenigen, die BAföG überhaupt empfangen können, auch steigt. Und aufgrund explodierender Mieten in den Universitätsständen und studentischer Wohnungsnot wollen wir, dass die tatsächlichen Wohnkosten besser erstattet werden, und zwar regional gestaffelt, denn Wohnen ist in Chemnitz oder Köln unterschiedlich teuer. Geflüchtete wollen auch, also, einfach ignorieren. Ja, es ist wirklich schwer. Wir freuen uns über jeden Studierenden an jedem Studierendenort in dieser Republik. Aber man muss doch zur Kenntnis nehmen, wie die Mietpreise sich entwickelt haben. Und dass Sie da so sozial blind sind, das spricht ganz klar gegen die Union. Und wahrscheinlich ist das bei den Geflüchteten ganz genauso. Die sollen aus unserer Sicht nämlich schneller BAföG bekommen. Und wir wollen für ausgewählte Gruppen die Teilzeitförderung ermöglichen. Und das BAföG soll auch endlich problemlos online beantragt werden können mit einer bundeseinheitlichen und funktionstüchtigen Software. Unser BAföG-Maßnahmenbündel wäre ein echter Gewinn für Schülerinnen und Studierende, auch für Schüler übrigens, die dann voll auf ihre Bildung sich konzentrieren könnten. Und es wäre auch ein Gewinn für unser Land, denn unser Wohlstand beruht auf Bildung und Qualifizierung. Das BAföG hat in seiner 45-jährigen Geschichte vielen jungen Menschen aus einkommensarmen Elternhäusern das Studium ermöglicht. Damit das auch in Zukunft so bleibt, muss das BAföG regelmäßig und automatisch erhöht werden. Und jetzt, wo wir als Bund zu 100% fürs BAföG zuständig sind, lässt sich ein solcher automatischer Anpassungsmechanismus noch einfacher im Gesetzesblatt verankern und damit willkürliches Regierungshandeln beim BAföG auch beenden. Das BAföG muss rauf, und zwar regelmäßig. Und jetzt sind Sie von Union und Sie von der SPD an der Reihe. Sie müssen Farbe bekennen
ob sie für mehr Bildungsgerechtigkeit sind und sich hier als BAföG-Parteien gleich feiern oder ob sie durch Nichtstun in den nächsten Monaten dafür sorgen, dass das Schrumpfen beim BAföG schon zum nächsten Semester wieder losgeht. Unser Forderungskatalog ist klar. Wir wollen mehr Bildungsgerechtigkeit. Vielen Dank, Kollege Kai Gehring. Nächster Redner, Dr. Stefan Kaufmann. Für